Moin, heute erklären wir euch das Thema Nullzinspolitik. Ein Begriff, der irgendwas mit Null, Zins und Politik zu tun hat. Und ganz viele Leute regen sich über die Nullzinspolitik auf. Da wir am Anfang auch keine Ahnung hatten, haben wir recherchiert. Und damit ihr das nicht tun müsst, braucht ihr euch nur dieses Video anzugucken. Dazu müssen wir euch erstmal die EZB mit ihren Zielen und Aufgaben vorstellen. Die EZB, also die Europäische Zentralbank, nahm am 1. Juni 1998 ihre Arbeit auf, nachdem ihre Ziele und Aufgaben im Vertrag von Maastricht festgelegt wurden. Die Hauptziele der EZB sind, den Wert des Euros zu wahren und die Preisstabilität zu gewährleisten. Es wäre nicht so gut für die Wirtschaft, wenn das Brot heute 30 Euro kostet, weil der Euro an Wert verloren hat, in der nächsten Woche das Brot aber schon wieder 2 Euro kostet, da es einfach keine Preisstabilität gibt. Damit so etwas nicht passiert, sorgt die EZB dafür, dass die Inflationsrate immer möglichst nahe unter 2% liegt. Ein Prozentsatz, der niedriger als 2% ist, würde die Menschen dazu veranlassen, lieber morgen etwas zu kaufen statt heute, da die Preise sinken. Die Inflation sorgt dafür, dass die Preise immer ein bisschen steigen und die Leute lieber etwas heute kaufen anstatt morgen. Das ist besser für die Wirtschaft. Also, um diese Ziele zu erreichen, hat die EZB folgende Aufgabe: Steuerung der Geldpolitik im Euroraum. Das tut sie, indem sie den Leitzins festlegt und die Geldmenge durch Inflationsrate beeinflusst. Und um genau das geht es. Okay, zugegeben, jetzt weiß man immer noch nicht genau, was das ist, die Nullzinspolitik. Aber wir wissen zumindest, dass das von der EZB ausgeht. Dann also weiter. Der Leitzins, nicht zu verwechseln mit dem Leitzins, von dem deine Eltern so viel reden, okay, schlechter Witz, wird einseitig von der EZB festgelegt. Durch eine Inflationsrate von 0% sieht die EZB die Preisstabilität und den Geldwert gefährdet. Um das wieder gerade zu biegen, setzt die EZB den Leitzins auf 0%. Aber warum? Tja, weil die meisten Menschen lieber ihr Geld sparen, anstatt es auszugeben. Das ist nicht so gut für die Wirtschaft und die EZB mag es nicht, wenn es der Wirtschaft nicht so gut geht. Also setzt sie den Leitzins auf 0%, damit mehr Geld in den Umlauf kommt, weil Geld nichts mehr kostet. Denn der Nullzins sorgt dafür, dass die Menschen nicht mehr sparen, da sie ohne Zinsen keinen Nutzen aus dem Sparen ziehen. Denn ihr Geld wird dabei nicht mehr, sondern im Gegenteil weniger. Stichwort Leitzins. Sie sind gezwungen, mit ihrem Geld anders zu wirtschaften. Wie gerade angedeutet, ist also das Sparen bei der Bank eine Vermögenseinkommensquelle, die nun aber durch die Nullzinspolitik wegfällt. Um aber dennoch Profit zu machen, legen viele Menschen ihr Geld in Immobilien an, anstatt es auszugeben. Das Ziel der EZB, Sparen zu verhindern, ist nicht erreicht. Aber was bedeutet die Nullzinspolitik für die Unternehmen? Auch sie haben das gleiche Problem, dass sie nicht sparen können. Firmen tätigen stattdessen lieber Investitionen, also modernisieren, erweitern und optimieren sie ihre Firma, indem sie sogenannte Vorrats-, Anlage- und Ersatzinvestitionen tätigen. Vorratsinvestitionen sind zum Beispiel Vorratsänderungen im Warenlager eines Unternehmens. Anlageinvestitionen sind Käufe neuer Anlagen wie Maschinen. Und Ersatzinvestitionen sind der Kauf von neuen Maschinen, um alte zu ersetzen. Kurz, das Unternehmen gibt mehr Geld aus. Nun die Reaktion der Banken. Indem die Banken Geld bei der EZB parken, kommt es nicht über den Kunden in den Umlauf. Deshalb müssen die Banken Strafzinsen zahlen, wenn sie Geld bei der EZB leihen oder anlegen. Sie sollen lieber das Geld den Leuten geben. Okay, leihen und von denen Zinsen bekommen. Natürlich hat auch das Ausland ein Wörtchen mitzureden. Banken aus dem Ausland können geringere Zinsen anbieten, mit denen sich trotzdem kein vernünftiger Vermögensaufbau realisieren lässt. Nach all dem war die Nullzinspolitik also eine gute Entscheidung. Und wie soll man sich am besten in dieser Situation verhalten? Dazu haben wir hier drei Meinungen herangezogen. Der Sascha Steffen vom ZIW-Institut ist der Meinung, dass die Nullzinspolitik vor allen Dingen Banken große Probleme bereitet, da sie ohne Zinsen nicht profitabel arbeiten können. Deswegen könnten sich Banken dazu gezwungen fühlen, die Zinsen etwas zu erhöhen. Ich denke, hier muss man nicht extra dazu sagen, wie er die Nullzinspolitik bewertet. Jörg Krämer, der Commerzbank Chefsvolkswirt, ist ähnlicher Meinung. Er sieht die Gefahr in dem Produktivitätsverlust durch große Unsicherheit. Außerdem warnt er vor unrentablen Investitionen, die allein dadurch getätigt werden, dass man Geld nicht sparen kann. Auch führt er an, dass die Immobilienmärkte ziemlich überfüllt sind und kein nötiger Anreiz in EU-Ländern besteht, Reformen durchzubringen. Auch er ist nicht so begeistert. Im Gegensatz dazu meint Marcel Fratscher, Chef des DIW-Instituts, dass die EZB genau das richtige Signal mit ihrer Nullzinspolitik sendet. Dass sie assi 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 alles tun wird, um ihren Zielen von Geldwert, Preisstabilität und 2%iger Inflationsrate gerecht zu werden. Die Deflation lässt hier keine Wahl, als an ihrer Nullzinspolitik festzuhalten.
Nun zum letzten Punkt, dem Verhalten in der Nullzinspolitik. Also am wichtigsten ist es, nicht zu sparen. Lieber sein Geld, wenn man sparen möchte, in Gold, Aktien und Immobilien anzulegen. Aber auch hier gilt natürlich Vorsicht. Der Immobilienmarkt ist schon sehr überfüllt, da das die Standardlösung ist. Und Gold und Aktien sind natürlich Kursschwankungen unterworfen, weshalb man dort auch Minus machen kann. Jetzt gibt es natürlich die schon angesprochene Möglichkeit, im Ausland zu sparen. Das ist aber nicht zu empfehlen, da die Zinssätze, die solche Banken anbieten, nicht zum langfristigen Vermögensaufbau ausreichen. Die von uns empfohlene Möglichkeit sind Investitionen. Eine Möglichkeit ist es, sein Geld auszugeben und all das zu verbessern, was man sowieso schon verbessern wollte. Natürlich muss man darauf achten, dass man das Geld nicht in unnötige Investitionen steckt, nur weil man nichts anderes zu tun hat. Also auch hier Vorsicht. Also zusammenfassend, für reiche Länder mit vielen Sparern ist die Nullzinspolitik ein großes Problem. Aber für arme, mit Schulden belastete Länder ist die Nullzinspolitik ein großer Vorteil, da sie weiterhin investieren können. Das war unser Video zum Thema Nullzinspolitik und wie sich herausstellt, steckt doch einiges mehr in diesem Begriff drin.